Hallo, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich dir 5 Tipps geben, die dich ja erfolgreicher im Energievertrieb machen. Und ja, lass uns das einfach mal anhand von ja 5 Punkten gemeinsam durchgehen. Der erste Tipp, den ich dir hier auf jeden Fall geben kann, ist deine eigene Einstellung. Ja, ich schreibe das hier gerade mal mit. Deine eigene Einstellung ist ja durch nichts, ja, und niemanden zu ersetzen. Du kannst die besten Tools an die Hand bekommen, wenn deine eigene Einstellung dazu nicht stimmt, dann wirst du diese Tools niemals einsetzen. Wenn du das Gefühl hast, dass du den Menschen keinen Mehrwert bringst, wenn du das Gefühl hast, dass du ja Menschen übervorteilst, wenn du das Gefühl hast, dass du ja nicht gut genug bist, wenn du das Gefühl hast, dass ja, dass du den Leuten halt nicht ja, wie schon gesagt, einen Mehrwert bringst, ja, dann wird es sehr schwer, weil deine eigene Einstellung, deine eigene ja, Begeisterung, ja, die kann dir von außen niemand eingeben, ja, sondern das machst du ganz allein selbst. Und ja, wenn du das Gefühl hast, dass du ja nicht deiner Familie, deinen Freunden, deinen Bekannten ja dein Angebot unterbreiten kannst, dann ist die Frage berechtigt, warum ist das Ganze eigentlich so? Und wie kannst du es schaffen, ja, deine Einstellung dahingehend zu ändern? Ich gebe dir ein Beispiel. Im Energievertrieb ist es ja so, dass du ja in der Regel deinen Kunden Einsparungen bringst. Das heißt, deine Kunden profitieren von dir, ja, und ja, die müssen dafür gar nicht mehr bezahlen. Wenn du einen Stromvertrag umstellst, bei dem die Leute 40, 100, 200 Euro im Jahr sparen, dann tun sie das ja ohne eigenes Geld einsetzen zu müssen. Bei anderen Produkten muss man natürlich erstmal ein Produkt kaufen, etc. Ja, so, und das ist ja gar nicht so. Und wenn du jetzt hier schon ein Problem hast, deinen engsten Freunden, Bekannten dieses vorzustellen, dann ist die Frage berechtigt, ja, warum das Ganze so ist. Ja, natürlich, wenn das die einzigste Strategie ist, ja, Freunde, Bekannte ansprechen, dann ist das natürlich sicherlich auch verkehrt, aber wenn du zum Start ja dich schwer tust, ja deiner Familie eine Ersparnis zu bringen von 40, 100 oder 200 Euro, wie auch immer, wie es dann in deinem Fall halt wäre, dann musst du für dich selbst überprüfen, ja was wo der Fehler, ja wo der Fehler halt dann ja bei dir dann letzten Endes liegt und wie du es schaffen kannst, deine eigene Begeisterung hochzuhalten. Und ja, auch hier helfen wir unseren Teampartners mit Tipps, mit Tricks weiter, ja, wie man ja die eigene Begeisterung auch ja hochhalten kann. Der zweite Punkt ist dann handeln und tun. Und ja, ich erlebe leider immer wieder, dass es Menschen gibt, die ja, das ist nicht schlimm, aber die kommen nie ins Tun, ja, sondern die brauchen noch die Informationen, die rechnen theoretische Fälle durch. Ja, die rechnen durch, dass in der einen Region, dass dort nur 20 Euro Ersparnis ist und wie ist es im Vergleich mit den Vergleichsportalen im Internet, wo ist da noch ein Fehler, wo ist hier noch ein Fehler und ja, kommen nie ins Tun. Ja, die kommen nie darüber hinaus, vielleicht ihren eigenen Vertrag mal umzustellen, weil sie ständig in dieser theoretischen Welt leben. Und ja, und das ist das Problem. Unser Geschäft ist super einfach zu tun. Ja, du kannst zu jedem hingehen, kannst sagen, hey, lass uns doch mal gemeinsam schauen, ob wir nicht für dich ja 100 bis 200 Euro Einsparungen treffen können. Ja, letzten Endes, ja, musst du einfach diese Gespräche, man braucht den Mut, diese Gespräche einfach zu führen. Das ist vielleicht am Anfang, wenn man keine Vertriebserfahrung hat, so wie es bei mir damals war, ist es ja zunächst mal einfach eine Hürde. Aber diese Hürde, die muss einfach genommen werden, weil du kannst in der Theorie zwar Tennis spielen lernen, aber wenn du in der Praxis Tennis spielen willst, ja, wenn du ein erfolgreicher Tennisspieler werden willst, dann musst du irgendwann auf den Platz gehen und musst halt einfach die Bälle übers Netz schlagen. Und so ist es eben im Vertrieb auch. Und deswegen, wir geben unseren Partnern hier ja auch Gesprächsleitfäden an die Hand, die sie einfach nur anwenden müssen. Und für die Partner, die online arbeiten wollen, da haben wir auch dementsprechend Leitfäden, die ja, die einfach zeigen, wie man ja online neue Vertriebspartner ja gewinnen kann. Letzten Endes, man muss es einfach tun.
unser Geschäft ist sehr einfach zu tun, ja, aber es ist halt auch einfach, das Ganze einfach nicht zu tun. Der dritte Punkt ist dann klares Handeln. Ja, hier könnte man auch dann sagen, oder besser könnte man sagen, zielgerichtetes Handeln. Ja, ich schreibe schneller als meine Tastatur. Zielgerichtetes Handeln. Oder man könnte auch sagen, Schlagzahl. Ja, einfach nur Schlagzahl. Und ja, hier ist es einfach so, zunächst musst du einfach für dich mal wissen, was du ja überhaupt erreichen willst. Du brauchst ein Ziel, welches du für dich messen kannst. Ja, ich mache immer gerne das anhand von einem Einkommensbeispiel, weil hier kannst du es wirklich sehr gut für dich auch umsetzen und du weißt genau, welchen Preis du letzten Endes bezahlen musst. Ja, und wenn wir einfach mal hier einen Online-Rechner und sagen, du willst 4.000 Euro ja im Monat verdienen und mal angenommen, du hast eine Durchschnittsprovision am Anfang, du fängst jetzt an, du willst starten, ja, und du hast jetzt ja bei uns auf der untersten Karrierestufe, sagen wir mal, pro vermitteltem Vertrag einfach einen Durchschnittswert von 40 Euro. Es gibt Anbieter, es ist mehr, es gibt Anbieter, da ist es ein Stück weniger. Aber nehmen wir einfach mal den Durchschnitt und sagen, okay, wir teilen das jetzt durch diese 40 Euro Grundprovision. Dann wären das im Prinzip 100 Zähler im Monat. Ja? Und wenn du dir das dann notierst, 100 Zähler im Monat, beziehungsweise 100 Verträge im Monat, dann kannst du für dich jetzt die Frage stellen, okay, wie viel ist es bei 25 Arbeitstagen, ja, geteilt durch 25 Arbeitstage, dann wären das, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, 4 Verträge pro Tag. So, und jetzt ist die Frage, wie viele Gespräche musst du führen? Gespräche pro Tag, ja, wie viele Anrufe, falls du Telefonakquise betreibst, wie viele Firmen musst du besuchen, um diese 4 Verträge pro Tag eben zu erzielen. Und wie gesagt, das ist ja nur am Anfang so, weil wenn du einfach bei den 4.000 bleiben willst, dann werden die Anzahl der Zähler ja weniger, weil deine Provision von Stufe zu Stufe steigt. Du könntest aber auch einen anderen Ansatz wählen und könntest sagen, okay, parallel dazu mache ich Teamaufbau, ja, und such mir zum Beispiel 10 Leute, die ebenfalls jeder 10 Zähler im Monat machen oder 100 Zähler im Monat. Und dann hast du ein skalierbares Geschäft und kannst dich darauf konzentrieren, dein Team aufzubauen, das einzuarbeiten, ja, und dann dementsprechend deine Anzahl von Zählern halt eben nach oben zu schrauben. Das wäre jetzt zum Beispiel, ja, was man unter klarem, zielgerichteten Handeln versteht. Und jetzt könnte man als nächstes hier ja noch weitergehen und kann sagen, okay, ich erstelle mir einen Aktionsplan mit Aktivitäten, die im Prinzip dazu führen. Das heißt, ich könnte alle Aktivitäten jetzt einfach mal auflisten. Was führt denn dazu, dass ich dieses Ziel erreiche? Und alles andere lasse ich eben halt einfach weg. Ja, und jetzt kennst du einfach den Preis, den du im Prinzip zahlen musst, ja, wenn du dieses Ergebnis erreichen willst. Und jetzt musst du halt für dich entscheiden, ist deine Begeisterung, ist deine Handlungsfähigkeit, ist das einfach hoch genug, ja, um das Ganze umzusetzen? Und wenn nicht, dann musst du dir die Frage stellen, wie kommst du dahin, dass du bereit bist, ja, diesen Preis eben auch, ja, für dich zu bezahlen. Der nächste Tipp, den ich für dich habe, ist, nutze ein automatisiertes System zur Neukunden- und Vertriebspartnergewinnung. Ich mache das jetzt einfach mal VPKD. Und hier haben wir zum Beispiel in unserem Team für unsere Partner das schon fix und fertig ja, vorinstalliert. Ich zeige dir einfach mal ein Beispiel. Wir nutzen dazu ein Online-Marketing-Tool, wo unsere Partner im Prinzip auch nur dieses Tool benötigen, um ja nahezu alle Marketing-Aktivitäten, die man online aktuell machen kann, abbilden zu können. Und wir stellen dann unseren Partnern zum Beispiel hier einen Sales-Funnel zur Verfügung mit einer Landing-Page wie diese hier, ja,
Wenn sich die Leute dann hier eintragen, dann gibt es ein E-Mail-Follow-up. Das heißt, es gibt eine Serie von E-Mails, die immer wieder auf verschiedenste Verkaufsseiten verlinkt, wie diese hier oder wie diese hier. Da haben wir auch mehrere Seiten. Und dieser Sales Funnel ermöglicht es ja mir und meinem Team im Prinzip aus 30 gewonnenen Leads, ja, also 30 Leute, die sich über diese Seite hier eintragen, 1 bis 3 Teampartner-Anbindungen zu generieren. Und da ist dann im Prinzip auch wieder ein ganz klarer Plan. 5 bis 10 Leads pro Tag. Ja, und da gibt es ja verschiedene Strategien, wie man das machen kann. Auch das lernen unsere Teampartner bei uns im Team. Und das ist dann einfach auch das Ziel, welches zu erreichen gilt. Warum? Ja, wenn du 5 mal 5 Arbeitstage oder mal 6 Arbeitstage nimmst, dann sind es im Prinzip pro Woche 30 Leads, heißt 1 bis 3 Teampartner pro Woche. Bei 10 sind es dann natürlich bei 6 Arbeitstagen die Woche sind es dann 60 Leads, also dann eben das Doppelte an Ergebnis. Genau. Wir nutzen dazu im Prinzip ein Online-Marketing-Tool und machen im Prinzip Folgendes: Wenn ein Partner einen neuen Partner rekrutiert hat, und der ebenfalls auch online arbeiten will, dann stellt dieser Partner eben diesen Funnel und das Tool dann eben zur Verfügung. Und wenn der Partner sich dann bei dem Tool anmeldet und registriert, dann bekommt der Partner, der den neuen Partner eben geworben hat, eine weitere Provision, und so baut er sich hier automatisch ja 2 passive Einkommensströme auf. Einmal ja über unser eigentliches Hauptgeschäft, nämlich Network Marketing, und zweitens über eben dieses Tool. Und das ist sehr, sehr lukrativ, weil eben ein lukratives Partnerprogramm hinterlegt ist. Da will ich jetzt aber gar nicht näher drauf reingehen, weil das wird den Rahmen dieses Videos sprengen. Deswegen, ich mache dir weitere Informationen unterhalb des Videos in die Textbeschreibung, und dort kannst du dich dann ja gerne weiter informieren. Wenn du Fragen dazu hast, dann stehe ich dir da ebenfalls natürlich gerne zur Verfügung. 5. Tipp. Höre nie auf zu sponsern. Und das ist ja der wichtigste Tipp, den ich dir geben kann. Versuche 80% deiner Zeit neue Vertriebspartner zu gewinnen. Warum ist das so wichtig? Eine gewisse Fluktuation im Vertrieb ist einfach völlig normal, ja. Und deswegen wird es einfach so sein, dass Menschen auch bei dir in deinem Team anfangen und die hören dann wieder auf. Und oft werde ich halt gefragt: Mensch, wie schaffe ich es denn jetzt? Jetzt habe ich einen neuen Partner gesponsert. Wie schaffe ich es denn jetzt, dass der ja etwas macht? So, im Prinzip kannst du nichts anderes machen. Ich vergleiche das immer mit einer Autobahn. Du kannst die Autobahn zur Verfügung stellen. Bei uns ist es zum Beispiel die Unterstützung, die der Partner kriegt in Form von wir haben eine Mastermind-Gruppe. Wir haben, wie bereits schon erwähnt, den Sales Funnel. Wir haben verschiedene Tools, mit denen man arbeiten kann. Ja, wir haben Leitfäden etc. Das ist die Autobahn. So, und diese Autobahn kannst du der Person geben. Kannst sagen: Okay, wenn du hier auf die Autobahn drauf fährst und das machst, ja, dann kommst du relativ schnell von A nach B. Und jetzt wird es halt einfach Menschen geben, die fahren auf die Autobahn drauf, merken: Oh, ich muss manchmal ein bisschen lenken, Gas geben, bremsen, wie auch immer. Und das ist denen dann einfach zu anstrengend. Die fahren dann von der Autobahn wieder ab und versuchen vielleicht woanders ihr Glück mit einer anderen Autobahn und stellen dann fest, dass man dort eben halt auch fahren muss. Du kannst jemanden nicht zum Jagen tragen. Wenn jemand, ich habe es eben schon mal erwähnt, wenn jemand schwimmen lernen will oder Tennis spielen lernen will, ja, dann kannst du ihm theoretisch erklären, wie es funktioniert. Aber letzten Endes muss irgendwann der Punkt kommen, wo die Person ins Wasser springt oder eben halt auf den Tennisplatz geht und die Bälle eben halt schlägt. Ja, jetzt das Einzige, was du machen kannst, ist den Leuten zeigen, wie sie ihr Ziel erreichen können. Ja, und das dann auch vorleben. Ja, wenn du willst, dass deine Leute eben halt sponsern, dann sei du derjenige, der ebenfalls eben sponsert. Und deswegen ist mein Tipp hier an dieser Stelle ganz klar: Höre nie auf, ja, neue Vertriebspartner zu generieren, und versuch alle Ablenkung zu vermeiden. Und wenn irgendwann dein Team groß genug ist, dann hör trotzdem nie auf zu sponsern. Ja, immer neue Leute mit in dein Unternehmen bringen, weil neue Teampartner, das ist das Lebenselixier für deine Organisation und für dein Wachstum. Okay, wenn das Ganze jetzt hilfreich für dich war, dann würde ich mich freuen, ja, wenn du mir einen Kommentar da lässt,
wenn du das Ganze mit deinem Netzwerk teilst, ja, wenn du jetzt auch Lust gekriegt hast, ja, in Network Marketing durchzustarten, dir zwei Einkommensquellen, dir zwei passive Einkommensströme aufzubauen, dann fordere dir jetzt unterhalb des Videos, ich stelle dir alle Links bereit, fordere dir ja weitere Infos an. Ja, und wenn du Lust an einer Zusammenarbeit mit mir hast, nimm Kontakt mit mir auf, fordere dir die Infos an und dann ja, gehen wir einfach die nächsten Schritte gemeinsam. Ansonsten, ich wünsche dir maximalen Erfolg, alles, alles Gute und ja, in diesem Sinne, ja, maximalen Erfolg, bis zum nächsten Video, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.